Kotan Immobilien. Seit über 25 Jahren für Tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kotan Immobilien. Die Sportförderung der Sparkasse Vorderpfalz vergab am Montag, den 12. Januar, mehrere Fördergelder an vielversprechende Sporttalente und Vereine aus der Region. Insgesamt wurden 12.850 Euro an 10 Sportler, Sportlerinnen und Sportvereine unter anderem aus Waldsee, Mutterstadt und Maxdorf vergeben, um deren Ambitionen in unterschiedlichen Sportarten zu unterstützen. Darunter sind Leichtathletik, Hochsprung, Tanzen, Gewichtheben und Sportschießen. Gefördert wurde unter anderem die Teilnahme der Sportler an diversen Meisterschaftsveranstaltungen sowie die Vorbereitung von Jugendabteilungen und Einzelsportlern. Besonders freuen konnte sich der AC Mutterstadt, der einen Großteil der diesmal ausgeschütteten Summe für seine Jugendarbeit und die Finanzierung für Aufenthalte seiner Sportler im Sportinternat erhielt. Übergeben wurden die Fördergelder vom Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz Elke Rottmüller und von Landrat Clemens Körner. Die Sportstiftung ist eine von 5 Stiftungen der Sparkasse Vorderpfalz mit einem derzeitigen Stiftungskapital von 500.000 Euro. Daraus werden regelmäßig Sportler und Sportvereine gefördert. Es ist nicht nur ein Preis, sondern es ist quasi ein Stipendiat. Wir fördern durch die Sportstiftung begabte Nachwuchssportler, wobei das sehr breit aufgestellt ist, von jung bis alt quasi, die hier aus unserem Kreis stammen und sportlich sehr intensiv unterwegs sind. Also sprich Pfalzmeister, Südwestmeister, wir haben auch schon den ein oder anderen deutschen Meister und sehr interessante Damen und Herren in der Förderung. Sie haben schon angesprochen, Meisterschaften muss man errungen haben oder sollte man errungen haben. Was sind noch so Kriterien für so einen Preis? Also auf jeden Fall Sport aus der Region und hier auch der Region verbunden. Denn wenn junge Sportler ja ein Stück weit auf dem Weg zu Olympia sind, ist die ein oder andere Sportmöglichkeit hier leider in unserem Kreis nicht mehr gegeben. Aber wir halten unseren Kandidaten auch darüber hinaus, wenn sie aus unserem Kreis sind, die Treue. Wenn ich nur die Nina Schroth als Gewichtheberin erinnern darf, die in Europa Meistertitel bei den Junioren erreicht hat. Und auch die hebt ja Gott sei Dank in unserem Kreis.